südliche Meer. Dich grüßen silberne Sterne vom weiten Himmel her. Dort in dem Hafen der Liebe blühen Orchideen so rot. Still fährt es durch die Lagune, das Weiß. Liebesboot, still fährt es durch die Lagune, das weiße Liebesboot. Weißen Berge, die grünen Täler, das kleine Lied, das eine Amsel sang. Das alles kann ich nie mehr vergessen, noch heute höre ich den vertrauten Klang. Dort vor dem Lindenbaum sagten wir uns auf Wiedersehen. Doch die Zeit, sie kommt niemals mehr. Längst vorbei ist unser Glück. Mein Herz ist schwer. Die weißen Berge, die grünen Täler, sie warten still, bis wir uns wiedersehen. Ich möchte noch einmal, voll Glück wie damals, mit dir die Alpenwege gehen. Sagen Sie mal, Herr Fuchs, Sie sind aber nicht von hier. Nein, ich bin nicht von dem Lande. Dann waren Sie wohl auch noch nie auf einer Alm? Doch, doch, einmal schon, bei der Zensi droben, aber nie wieder. Ja, warum denn? Die Zensi gab mir einen Melkschemel und ich versuchte eine Kuh zu melken. Na und? Als ich dann im Krankenhaus wieder zu mir kam... Im Krankenhaus? Ja, wieso? Ja, was meinen Sie denn, wie schwierig es war, die Kuh auf den Schemel zu setzen? Aber Herr Fuchs! Stefan... Ja, Stefan, hast du schon wieder diesen Kragen an? Kannst du nicht endlich mal einen anderen kaufen? Aber nein, den hat schon mein Vater getragen. Ist nicht etwas für mich da, Stefan? Schon wieder postlagernd edelweiß. Da führst du eine recht lebhafte Korrespondenzlese. Hm? Hast du es gelesen? Wo denkst du hin? Ich bin Beamter. Wenn ich da drin sitzen täte, täte ich alles lesen, täte ich. Das glaube ich nicht. Ein richtiger Beamter ist nicht neugierig. Ja, leider. Aber vorlesen darf ich das schon, oder geht das auch gegen deine Beamtenehre? Aber nein, obwohl... Liebes Fräulein Riesel, hoffe Sie bald kennenzulernen und recht schöne Urlaubstage in Edenhofen verbringen zu können. Mit herzlichem Ahoi, Ihr Fietje. Fietje? Wer ist denn Fietje? Und ist ein Matrose. Und das ist sein Schiff. Was macht denn der Hain in Haiti? Was macht denn der Hain in Hawaii? Er küsst eine Braut in Haiti und eine im schönen Hawaii. Auch noch im fernsten Hafen, da wartet eine Braut, die ist so froh und glücklich, weil sie dem Hain vertraut. Siehst du, das hast du nun von deiner Liebe durch Zeitungsinserate. Ich verstehe dich nicht, Fietje. Willst du denn heiraten? Und gleich so viele? Heiraten? Du bist ja mein aller Döskopf. Nee, Heim, kurze Verlobung für den Urlaub. Hm, du hast wohl gar keine Ideale. Nee, aber dafür Mädchen sind Masse. Da, schau mal. Deutschland, Italien, Frankreich, Belgien, sogar von Nordafrika ist eine dabei. Was eben ein richtiger Seemann ist, der hat Erfolg von Hamburg bis Haiti. Aber die kannst du doch nicht alle besuchen. Mensch, du siehst ja, dass ich die Zuschriften genau sortiere. Dann geht's erst an die engere Wahl. Du,
Sieh dir die Fregatte mal an. Schnittige Takelage. Junge Witwe in Köln mit Füller und Hund. Das ist ja mal eine Sache, nicht? Mhm. Und hier was ganz Pickfeines. Naturprodukt aus Oberbayern. Mit Alpenmilch gesäugt. Mhm, die ist prima. Die gefällt mir auch. So, so. Du, wenn du in Köln bei deiner Witwe Schmitz vor Anker gehst, dann kannst du mir doch die süße bayerische Jolle vermachen. Nee, die Riesel, die sieht vorerst an der Spitze von meinem Sortiment. Die habe ich mir extra aus dem da vergrößern lassen. Ja, aber der Pfeil zeigt doch auf die andere. Ach, quatsch doch nicht. Die ist es. Ich habe meine Erfahrung. Das wirst du schon sehen, wenn wir erst dort sind. Und ich dachte, wir verbringen unseren Urlaub bei meiner Tante in Klönbüttel. Die kocht doch so prima. Du tust ja gerade so, als ob dir meine Menüs à la Fietje nicht geschmeckt hätten. Ach, Schwamm drüber. Ich will dir deine Urlaubsstimmung nicht verderben. Dann fahr doch mal allein nach Klönbüttel. Ich schau mir jedenfalls meine Märchens an. Nee, Mignon, dann fahr ich schon mit dir. Wegen der Riesel, was? Ach wo, es ist nur... Ich muss doch auf dich aufpassen. Alleine machst du doch bloß Dummheiten. Mensch, Hein, olles Seepferd. Du weißt doch, wie ich mich freue, wenn du mitkommst. Tjo, dann fahren wir also zur Riesel, nicht? Nee, zuerst nehmen wir Kurs auf Köln und kicken uns die Filler an. Mit Hund. Ja, ein bisschen auf die Witwe, nicht? Die natürlich auch. Du, dann brauchen wir uns bloß noch einen schicken Wagen zu besorgen, Mignon. Was macht denn der Hein in Haiti? Was macht denn der Hein in Hawaii? Also, auf Wiedersehen! Macht mal ein bisschen fix, ihr armen Coolies. Piet, ihr geht jetzt in Urlaub. Da warten eine Frau, die ist so froh und glücklich, weil sie dem Hein vertraut. Schon freut sich ne Braut in Haiti und eine im schönen Hawaii. Das hier ist mein bestes Stück. Den gebe ich eigentlich ungern weg. Das ist ja direkt geschenkt für den Preis. Wie viel Seemeilen hat er denn drauf? 80.000. Na und? Der läuft auch noch weiter. Da können Sie hingehen, wo Sie wollen. Das kriegen Sie in ganz Hamburg nicht. Ich meine, damit werden die Herren doch erstklassig bedient. Sicher. Aber dürfen wir uns vielleicht vorher noch ein bisschen umschauen? Na klar, das Angebot ist ja reichlich, nicht? Wir suchen nämlich noch etwas Eleganteres. Komm mir auf. Und hiermit betreten wir die historische Abteilung. Das ist er! Ein schmucker Dampfer, wie? Das ist ja prima, in Ordnung. Ja, das ist auch mein Prachtexemplar. Das ist absolute Spitze. Aber da müssen Sie sich schnell entscheiden. Für den interessiert sich schon das Deutsche Museum. Liebe Frau Schmitz, hoffe Sie bald kennenzulernen und recht schöne Urlaubstage mit Ihnen zu verbringen. Mit herzlichem Ahoi, Ihr Fietje. Wotan, wo steckst du denn nur? Wotan! Ja, da bist du ja, mein Herzchen. Ja, komm zu Frauschen. Konrad, Ferdinand, Jupp. Könnt ihr mir noch einmal verzeihen, wenn ich mich wieder verheirate? Verzeihen Sie, wo ist hier die Parkstraße, Herr Schell? Wenn ich der Schell bin, bist du der Dünnes. Also die Parkstraße. Da fahr doch jetzt bis zur Brücke, dann rechts. Bis zur Ringstraße, dann wieder links, an der Jesukirche rechts. Immer geradeaus. Da ist die erste, zweite, dritte, sechste Straße rechts. Dann sei da. Dann sind wir auf der Parkstraße? Nee, auf der Lindenburg. Was ist das? Die Irrenanstalt. Da gehört der drei nämlich hin, verstanden? Weißt du nun Bescheid? Genau. Hummel, Hummel! Hier mich auch! Wotan, das ist er. Ach, ihr lieben Verflossenen steht mir bei.
Tag. Guten Tag. Wir wollten gerne Frau Schmitz sprechen. Ach, Frau Schmitz bin ich. Ja, Sie sind doch sicher Herr Fietsche. Nein, das bin ich. Ach so. Und das mein Freund Hein. Sehr erfreut. Ach, und das süße Tierchen. Herzlich willkommen. Bitte kommen Sie doch in den Salon. Komm, lass uns verduften. Nee, nur mal ran an den Feind. Aber bitte kommen Sie doch herein. Sie bekommen gleich einen herrlichen Kaffee. Och, und die schönen großen Blumen, die sind doch sicherlich für mich. Wie süß, so klein. Bitte nehmen Sie doch Platz. Wotan, du Ferkelchen, du Süßes. Nein, also Wotan, du sollst doch nicht naschen. Entschuldigen die Herren, aber meinem Wotan fehlt eben die strenge Hand. So, und jetzt gehe ich den Kaffee holen. Da hätten wir genauso gut zu meiner Tante nach Klönbüttel fahren können. Nur mal ruhig Blut, hier gehen wir bestimmt nicht vor Anker. Das ist ein ganz oller Schraubendampfer. Meinst du, ich hätte Lust, Rost zu kloppen? Ja, auf dem Foto sah sie aus wie frisch von der Werft. Ha, die hat aber schon manchen Sturm hinter sich. Tja, und ist sicher schon oft überholt. So, da ist der Kaffee. Och, wie reizend. Die beiden haben sich auch schon gefunden. So, bitte. Wissen Sie, Wotan habe ich von meinem ersten Mann geschenkt bekommen. Da hängt er. Konrad der Gute. Er hatte genauso schöne blaue Augen wie Sie. Komisch, Sie haben von allen meinen Ehemännern etwas. Gratuliere, Heinrich der Vierte. Ach, Sie sollen es in Ihrem Urlaub recht gemütlich hier haben. Sie werden in meinen Ehebetten schlafen und ich werde mir hier auf dem Sofa ein Lager zurecht machen. Aber Verzeihung, gnädige Frau Schmitz, wir wollten eigentlich heute Abend noch weiterfahren. Ja, aber ausgeschlossen, das kommt ja nicht in Frage. Wir werden erst gemütlich eine Tasse Kaffee trinken und ein Stück Kuchen essen. Hundekuchen. Ich habe doch extra die Matratzen von meinen Ehebetten frisch aufarbeiten lassen. Das ist ja sehr nett, Frau Schmitz, aber wir müssen erst einen Besuch in Oberbayern machen. Bei meiner Cousine Riesel in Edenhofen. Ich weiß nicht, Vater, was du gegen den Toni hast. Aber ich weiß es. Ist doch ein sehr netter Mensch. Das ist mir wurscht. Aber das sage ich dir. Wenn ich dich noch einmal mit dem Kerl am Gartentür erwisch, dann schlage ich aber dir... Aber Vater! Lass mich doch ausreden. Dann schlage ich das ganze Gartentür in Trümmer. Aber er ist doch ein sehr tüchtiger und anständiger Bursch. Möglich, aber ein Zugereister. Also für mich ein Ausländer. Und außerdem ist er noch bei der Grenzpolizei. Aber Vater, ein Polizist ist doch auch ein Mensch. Also, Rosal, sei doch vernünftig. Glaub mir's, der Toni ist kein Mannsbild für dich. Außerdem suche ich mir meinen Schwiegersohn selber aus. Und wenn du dich auf den Kopf stellst? Ich heirate keinen anderen. Ich werde mich nicht auf den Kopf stellen, aber der Toni kommt mir trotzdem nicht ins Haus, weil ich auf meinem Hof einen Bauern brauche, als Schwiegersohn oder einen Wirt. Aber nicht einen Detektiv, der da überall rumschnüffelt. Aber Vater, du hast doch nichts zu fürchten. Hä? Natürlich nicht. Aber heutzutage ist doch kein Mensch mehr sicher. Ja, ist schon recht. Aber reden könntest doch wenigstens einmal mit ihm. Reden? Ja, soll ich ihm vielleicht nachlaufen? Wenn er was von mir will, dann kann er doch zu mir kommen. Ja, wäre dir das recht? Nein, absolut nicht. Aber wenn es schon unbedingt sein muss. Geh, jetzt lass mich aber in Ruhe, ich muss noch abrechnen. Kann ich dir vielleicht helfen? Nein, du gehst jetzt ins Bett, ist gescheiter. Sonst helfe ich dir. Alter Brummbär. Ob sie schon schläft? Ich glaub schon. Schnarchen tut sie jedenfalls. Also los. Mensch, Hein, unsere Jacken. Die wollte die Witwe doch bügeln. Die sind bei ihrem Wohnzimmer. Das ist eine schöne Scheiße. Was machen wir nun? So können wir doch nicht zur Riesel nach Oberbayern. Wohl kaum. Also müssen wir sie holen. Los, hol sie. Wenn das mal gut geht. Unmöglich. Ah, schied an Boom.
Du, Hein, wir haben doch noch unsere Blusen im Auto. Dann können wir doch die nehmen. Ausgezeichnet. Papa! Ah, mein Popo! Was machen die denn da? Fidje, Polizei! Na und? Was ist denn mit Ihnen los? Das sehen Sie doch, wir ziehen uns an. Papiere? Wem gehört denn der alte Rappelkasten? Dieses Luxusautomobil gehört uns. In Ordnung. Nun sagen Sie mal, was machen Sie denn hier in so einem Aufzug? Es ist uns da drin ein bisschen zu heiß geworden, Herr Oberkriminalrat. Ah, jetzt verstehe ich. Dann sind Sie der Matros, von dem die Frau Schmitz überall rum erzählt hat. Nee, das ist der. Was? So, können wir jetzt abdampfen? Moment mal. Jetzt muss ich erst noch mit der Frau Schmitz sprechen, ob ihre Angaben noch stimmen. Ach du meine Güte. Wer klingelt denn da mitten in der Nacht? Wotan, Wotan, wo bist du denn? Wotan! Mistvieh Elendes. Was ist denn das? Die sind ja fort. Schicken Sie uns bitte unsere Jacken nach Edenhofen, Sterntaler Hof. Ein freundliches Ahoi, Fietje und Hein. Das ist ja eine Unverschämtheit. Vielen Dank, Herr Polizeigeneral. So eine Frechheit. So eine impertinente Frechheit. Halt, halt! Mein Hund, mein Hundchen! Wotan, komm sofort zu Frauschen! Herr Wachtmeister, Sie haben mir meinen Hund gestohlen. Ja, was stehen Sie denn hier noch rum? Laufen Sie ihm sofort nach! Ah, jetzt beruhigen Sie sich schon mal wieder, Frau Schmitz. Nein, nein, das sind Räuber, Heiratsschwindler. Die Polizei muss sie sofort verfolgen. Nun gehen Sie mal ruhig wieder schlafen, Frau Schmitz. Der wird schon wiederkommen. Sie sind wohl wahnsinnig, in diesem Zustand schlafen. Also, wenn die Polizei mir nicht helfen will, dann werde ich mir eben selber helfen. Verpflegung bringe ich dir auch bald wieder, Zensi. Aber bitte, Rosel, nimm mir so viel wie das letzte Mal. Warum denn? Na, du weißt schon, von wegen meiner Figur. Ach, geh, du bist doch gut beieinander. Außerdem musst du ja nicht alles aufessen. Na doch, das ist ja das Schlimme. Wenn es da ist, muss ich es essen. Aber geh. Ach, das ist mein Toni. Geh, komm, sei lieb und spiel unser Lied, ja? Der liebste Weg ist mir der Weg zu dir. Es gibt nichts Schöneres, als bei dir zu sein. Ich seh dich warten, stehen vor der Tür. Doch bald, mein Schatz, bist du nicht mehr allein.
Er weiß wahrscheinlich, dass ich hier heroben bin. Freilich. Ich hab's ihm ja gesagt, dass du heute noch kommst. Wieso? War er heute schon einmal da? Ja, der kommt öfters bei mir vorbei. Ach so? Der liebste Weg ist mir der Weg zu dir. Es gibt nichts Schöneres, als bei dir zu sein. Und ist der Weg auch noch so weit, ich geh ihn immer gerne. Ich fühle deine Liebe schon aus weiter, weiter Ferne. Der liebste Weg ist mir der Weg zu dir. Es gibt nichts Schöneres, als bei dir zu sein. Das ist aber nett, Toni, dass du vorbeikommst, wo ich auch gerade da bin. Ja, nicht wahr? So ein Zufall. Besonders, wenn man es vorher weiß. Oh, ich wäre auch vorbeigekommen, wenn ich es nicht gewusst hätte. Das ist nämlich mein neuer Patrouillenweg. Aha, ausgerechnet zu Zenzi. Nein, an der Zenzi vorbei. Na, Zenzi? Ja, leider. Du, Toni, magst ein Glas Milch? Ich muss dir was sagen. Toni, was ganz Wichtiges. Stell dir vor... Zuerst einmal will ich einen richtigen Kuss. Ja, ja, da. Das soll ein richtiger Kuss geben? Ach, geh, komm. Setz dich erst einmal hin und hör mir zu. Du, ich habe mit dem Vater gesprochen. So, und? Und er hat gesagt, du sollst zu ihm kommen und einmal offen mit ihm reden wegen uns. Du, Rosel, das kann ich nicht. Wenigstens vorläufig nicht. Ja, warum denn nicht? Das kann ich dir nicht erklären. Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Sag mal, willst du mich heiraten oder willst du mich nicht heiraten? Aber geh, Rosel, frag doch nicht so dumm. Natürlich will ich. Na also, dann musst du doch mit meinem Vater reden, oder? Das will ich ja auch, aber später. So, vielleicht nach der Hochzeit, was? Also, Rosel, jetzt will ich dir mal was sagen. Ich habe meinen ganz bestimmten Grund. Den kann ich dir jetzt nicht erklären. So. Jetzt will ich dir mal was sagen. Entweder du redest mit dem Vater, oder ich will dich nie mehr wiedersehen. Ach, geh, Rosel. Rosel! Wie weit ist es denn noch bis Edenhofen? Da kommen Sie ja eben her. Hallo Sie, Moment mal! Moment! Warum sind Sie denn so unfreundlich zu ein paar armen Wasserratten? Unfreundlich? Wieso? Können Sie uns vielleicht sagen, ob im Sterntaler Hof ein Fräulein Resel wohnt? Fräulein Resel? Ja, schon. Wie hier, meine ich. Wie kommen Sie denn zu dem Bild? Tja, das hat sie ihm verehrt. Wieso? Kennen Sie denn die junge Dame? Nee. Aber wir stehen schon in ganz langer brieflicher Verbindung. Heirat, nicht ausgeschlossen. Ja, weiß sie denn, dass Sie kommen? Ja, sie hat es sogar herzlich eingeladen. Ach, so ist das. Ja, nur kein Neid. Na, warte.
Das muss es ja wohl sein. Ja, und dass ihr schön brav seid. Und du, pass mal auf unser Gepäck und auf. Und vertragt euch gut. Ahoi! Jawohl. Grüß Gott. Mensch, da ist sie ja. Guten Tag. Resel, wir sind da. Tja, ich verstehe nicht. Sie verwechseln mich scheinbar. Öha, was ist denn hier los? Ihr zwei seid wohl vom letzten Fasching übrig geblieben. Nee, wir kommen aus Hamburg. Wir sind Matrosen. Trotzdem nehmen Sie die Finger von meiner Tochter. Ist ja wohl der Herr Papa. Da darf man nichts wissen, was? Sie täuschen sich wirklich. Ich bin nicht die Resel. Ich heiße Rosel. Ach, ist ja ganz gleich. Ich bin der Fiedje. Fiedje? Wir haben da zusammen korrespondiert. Wir? Tja, davon weiß ich doch gar nichts. Jetzt schlägt's 13. Da auf dem Gruppenbild, das sind doch Sie. Jetzt verstehe ich. Sie meinen die Resel. Das hätte ich mir denken können. Ich hol sie Ihnen gleich. Was habe ich da gehört? Ihr zwei? Ihr habt ein schriftliches Techtelmechtel mit meiner Tochter. Ja, was? Nein, das heißt mit einer Resel. Ach so. Ja, was wollt ihr denn dann da bei mir? Wir hätten gerne ein Doppelzimmer. Ein Doppelzimmer? Ja. Für wie lang? Das kommt man ganz darauf an. Ja, das kommt ganz darauf an, wie ihr zwei euch da bei mir aufführt. Du, Resel! Deine Matrosen sind da. Ja, du lieber Himmel. Sind denn die wirklich gekommen, Sandy? Ja, mir scheint, du freust dich nicht. Warum hast du ihnen denn dann geschrieben? Ach, das habe ich doch nur wegen dem Stefan gemacht. Damit er ein bisschen in Schwung kommt, der lahme Hirsch. Ach so, du wolltest ihn eifersüchtig machen, hm? Ja, hat sie ja nicht lassen. Wieder mal die Karten hat er gelesen. Na ja, jetzt sind sie einmal da, jetzt musste ich um sie kümmern. Ja, Heimatland. Ja, sind die vielleicht wenigstens nett? Der eine schon. Du, aber der Vater darf nichts erfahren von deiner Briefschreiberei. Du kennst ihn ja, wie er ist. Ach was, ich sag einfach, wir sind miteinander verwandt, sind wir. Rosel! Hier ist der Vater, ich geh. Ja, ich komm gleich. Rosel! Ja, Vater? Da geh mal her. Ja, was ist denn? Ja, sag einmal, was soll denn das eigentlich bedeuten mit den beiden Matrosen da drin? Ja, die sind entfernte Verwandte von der Resel. Ja. So, die müssen aber schon sehr weit entfernt sein. Ich habe noch nie was davon gehört, dass die Resel eine preußische Verwandtschaft hat. Doch, bestimmt. Auch sowas kommt einmal vor. Okay, du lügst ja. Ihr steckst doch alle unter einer Decken. Also sowas mag ich. Erst erzählst du mir solche Romane von deiner großen Liebe zu dem Toni und dann lädst du dir zwei so Ölsardinenfänger ein. Ja, so erstens habe ich sie nicht eingeladen und zweitens, dass du es weißt, mit dem Toni ist es auch aus. Na, das hätte ich früher wissen müssen. Hätte mir ja gar nicht aufregen brauchen. Fräulein Resel, ich muss einmal sagen, sie gefallen mir auch sehr gut. Und der, das ist mein Freund Hein. Psst, der Wirt. Ihr müsst sagen, wir werden miteinander verwandt, werden wir. Na? Los umarmen. Ja, endlich sehen wir uns wieder. So eine Freude. So eine Freude. Ja, nach 30 Jahren. Camille, so alt ist du noch gar nicht. Ja, nach 10, wollte ich mal sagen. Ja, und wie geht's denn dem Onkel Fritz und der Tante Ruth? Der Tante Ruth, der geht sehr gut. Also, dass ihr mich auf der Durchreise besucht habt, das ist aber wirklich nett. So. Ihr seid die Verwandten von der Resel. Ja, wir sind Cousinen. Vettern, wollte ich mal sagen. Wir sind schon ganz lang verwandt. Ach so. Na also, Resel, dann hol halt das Gepäck rein. Ja. Und zeig uns mal gleich dein Zimmer. Was? Unser Zimmer, wollte ich mal sagen. Er kommt's nicht mit. Saubere Verwandtschaft. Hui, die haben ja einen Affen dabei. Na, den rühre ich nicht an. Ich bin nämlich einmal von einem Affen gebissen worden, bin ich. Nee, der ist harmlos. Der ist genauso harmlos wie wir. Sie, Herr Kapitän, haben Sie den Affen selber gefangen? Ja, selbstverständlich. Ganz einfach von der Palme runter. Mit Kaugummi. Richtig in Afrika? Nee, auf dem Nordpol. Das ist ja bekannt, dass alle Matrosen schwindeln. Seemannsgarn. Heute fahrt zurück, Pater Waschel. Ja. Red nicht so despektierlich von den zwei Affen, das sind meine Verwandten. Geh lieber heim in den Laden. Ja, was ist denn, Meier? Komm ich nicht bald dran? Einen Moment. Ich weiß nicht, wo die Alasbuch so lang bleibt. Da holt man bloß einen Schnupftabak. Entschuldige, Toni. Ich bin mit Stefan gleich fertig. Matrosen sind da. Sag mal, du Rotzlöffel, wo bleibst denn so lange? Zwei richtige Matrosen sind im Dorfmeister.
Und dann offen haben sie auch. Na, wenigstens bist du nicht allein. Los, 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 du ihn, Toni, einschaffen. Ja. Wir reden dann später weiter. Was sind das für Matrosen? Verwandte sind's von der Resel, vom Sterntaler drüben. Hm. Diese Art von Verwandten kennen wir. Ach so, du meinst? Ja, genau das meine ich. Und zufällig weiß ich auch, warum sie hier sind. Na, warum denn? Hm. Als Postbeamter erfährt man ja so allerhand. Ja, da wird's ja bald kein Geheimnis mehr sein. Ja, ja, die Mädchen von heute. Liebe durch Zeitungsinserat. Was? Oh, jetzt hast du mich geschnitten. Na ja, wenn sie nicht ruhig halten können. Oh. Du, Hein, die Resel gefällt mir immer besser. Und mir die Rose. Na, dann sind wir ja beide versorgt. Nicht wahr, Wotan? In dem Urlaub kann uns nichts mehr passieren. Tja, ja, aber ich glaube, das mit der Rose, das ist nicht so einfach. Ach, Zunge, da musst du eben rangehen wie August der Halbstarke. Hier in Oberbayern ist das so. Das nennt man hier Kammerfenstern. Aber du mit deinem schmucklosen Körper kannst natürlich keiner imponieren. Da, schau mich mal an. Ich glaube nicht, dass auf ein Mädchen wie die Rosel so etwas Eindruck macht. Ach, hast du eine Ahnung. Ach, du bist ein Anfänger. Damit allein habe ich mir in Brunsbüttel Koch eine ganz süße Dirn angelacht. Zuerst wollte sie ja nichts von mir wissen. Aber als sie das sah, da... Herein! Ich bring die Hand dich. Oh, Entschuldigung. Immer rein in die gute Stube. Hier kannst du mal einen richtigen Seemannskörper sehen. Das müsste man in der Nähe sehen. Aber da tät ich mich ja genieren, tät ich mich. Na, da staunst du, was, du Märchen aus dem Bayernland? Das ist ja unbändig. Nicht wahr? Was habe ich dir eben gesagt? Was da alles drauf ist. Mein Fräulein, hier in der ersten Abteilung sehen Sie die Dame ohne Unterleib. Und hier in der zweiten das Ungeheuer von Loch Ness. Und hier unten, das sind nur die notwendigen Wahrzeichen, die man als Seemann haben muss. Ist das alles waschrecht? Natürlich, da kannst du hintippen, so oft du willst. Du komm schon her, mein Schatz. Na, na, na. Heim, musst du nicht mal dringend. Wohin? Nee, nee. Aber Fitja, vergiss nicht, dass wir verwandt sind. Was täten da die Tante sagen und der Onkel erst? Du bist eine ganz ausgekochte Puppe. Na, vielleicht heute Nacht? Du? Das traust du dich ja doch nicht. Du, Hans. Ja? Ich mache jetzt meinen Grenzgang. Ist schon recht. Was hast du denn heute, Toni? Was machst du denn für ein Gesicht? Ach, Mensch. Gibt's das mit der Rosel? Nein. Ach, ich verstehe, der Vater. Weil er im Verdacht steht, mit den Schmugglern unter einer Decke zu stecken. Ja, hoffentlich nicht, du. Ja, gibt's denn sowas? Alles leer. Was willst denn du da heroben? Ich? Zur Resel will ich. Ach so. Aber Fietje, das kannst du doch nicht machen. Wir sind doch heute erst angekommen. Na und? Nehm ihn, Junge, früher, desto besser. Und wo sie mich doch direkt dazu aufgefordert hat. Aufgefordert? Du hast wohl einen kleinen Mann im Ohr, wie? Nee, aber eine todsichere Antenne, wenn einer funkt. Und die Resel, die hat gefunkt. Dann mach, was du willst. Das sowieso. Ich schlaf jedenfalls. Ist ja auch das Beste für kleine Kinder. Du, da draußen war der olle Sterntaler persönlich. Nee, da ist mir der Schiffsverkehr zu lebhaft. Hein, da gibt's nur eins. Mann über Bord. Na, hoffentlich brauchst du keinen Rettungsring. Mach dir mal keine Sorgen. Ahoi. Gekränkte Donne, Drosel. Das mit deinem Donne, das wird sich bestimmt wieder einrenken. Wenn ich nur wüsste, was er gegen den Vater hat, weil er gar nicht reden will mit ihm. Aber geh, du weißt doch, wie die Männer manchmal tappig sind. Denk doch nur mal an meinen Stefan. Also leichter kann ich sie mir überhaupt wirklich nicht mehr machen. Und dass er mich gern hat, das weiß ich schon. Aber glaubst du, die können ihn dazu bringen, dass er mal was sagen tät? Ja, nicht ums Ver... Und zum Verzweifeln ist das. Was ist denn da draußen los? Was denn? Ich glaube, du kriegst Besuch. Der Fietje, dem pressiert's aber. Du, wenn das der Stefan wäre. Tja, dann geh ich wohl besser jetzt. Du, Rosel, was denkst du von mir? Okay, machen wir uns einen Spaß, machen wir uns. Das Licht aus.
Spinger! Was erlauben Sie sich? Sie Wüstling! Aber das geschieht Ihnen recht. So ein Mist. Sie Lotterbube. Sie kommen jetzt sofort mit mir zur Polizei. Das könnte Ihnen so passen. Ruhe! Ihr Kader, ihr Bremsigen! Ja, Pinky! Ja, du darfst schon zu mir rein. Na, was sagst? Nicht schlecht, dein Sterndaler, kräuterlicher. Na ja, ist ja auch 50%ig. Ja, man spürt's. Aber leider ist mir jetzt der Rohstoff ausgegangen. Weingeist kriege ich keinen, aber Slivovitz könnt ihr haben. Slivovitz? Ja, dann muss ich mir was Neues einfallen lassen. Vielleicht einen Magenbitter. Wie viel könnte ich denn kriegen? 2 Kraxen. Wann? Heute bringe ich es noch rüber. Zur Pankratius-Quelle. Der Platz bleibt der gleiche. Und der Preis auch? Oh, du Bazi. Na also, um wie viel Uhr? Sagen wir um 12 Uhr. Gut, ich komm. Ahoi! Die zwei sind uns gerade noch abgegangen. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Wirt. Guten Morgen. Gut geschlafen. Prima. Ganz wie bei Muttern. Aha. Gestatten, Fische piepen Brink. Hein Prümels. Ich bin der Veit. Das ist der Wirt von der Jochalm. Alm? Alm? Ist das nicht sowas da oben mit den Gämsen? Ja, ja, kommen Sie rauf zu mir, da können Sie Gämsen Eier suchen. Übrigens, was ich fragen wollte, ihr da oben an der See, ihr versteht doch was von Schnaps. Ja, das kann man wohl sagen. Na also, probieren Sie mal. Mir auch, bitte. Bitte. Kommt man nicht drauf an. Nicht von schlechten Eltern. Ich bin ja auch der Erzeuger. 50%ig, was? Respekt. Stimmt ganz genau. Wenn die Herren frühstücken wollen, hocken Sie nur hin. Die Resel kommt gleich. Ja. Dankeschön. Guten Morgen, Veit. Morgen, Rosel. Also, ich gehe jetzt, Vater. Ist schon recht. Guten Morgen, Fräulein Rosel. Oh, grüß Gott, meine Herren. Wohin denn so früh? Oh, Herr Fietje, was haben Sie denn mit Ihren Fingern gemacht? Oh, ich habe mich nur gezwickt. In der Türe, vom Schrank. Ach, vom Schrank. Ei, ei. Ja, ja, der zwickt sich öfters. Am Schrank. Haben Sie gut geschlafen? Ja, und geträumt habe ich auch. So. Von Ihnen. Ah. Dann träumen Sie ruhig weiter. Wiedersehen. Grüß dich, Stefan. Sie wünschen? Stefan, spinnst du? Kennst du mich nicht mehr? Na, außerdienstlich schon, aber ich bin doch im Dienst. Und was handelt es sich? Ein Postsparbuch, bitte. Postsparbuch, hier sind die Anträge. Falls Sie noch nicht volljährig sein sollten, ist die Zustimmung des Erziehungsberechtigten notwendig. Bitte schön. Vom Großvater. Na, wieso denn vom Großvater? Also die Sache war nämlich so. Ich habe eine Witfrau geheiratet und die hatte eine erwachsene Tochter. In die hat sich mein Vater verliebt und hat sie dann geheiratet. Dann ist ihr Vater ihr Schwiegersohn und ihre Stieftochter ihre Mutter? Ja, meine Frau. Mein Weib hat mir dann einen Knaben geboren. Der wäre dann ja ihr Onkel. Und meine Ziehtochter, also die Frau von meinen Vatern, hat auch einen Knaben geboren. Der ist dann ihr Bruder und gleichzeitig ihr Enkel? Ja. Ihre Frau ist ihre Großmutter? Ja. Dann sind Sie ja der Mann ihrer Frau ja. und gleichzeitig der Enkel ihrer Frau? Ja. Mensch, du bist ja dein eigener Großvater. Also auch der Erziehungsberechtigte. Ja, dann kannst du unterschreiben. Sind Sie nicht mehr im Dienst? Wieso? Was du zu mir sagst. Stimmt. Komm, wir gehen Kegel. Mhm. Ja? Zwei Matrosen? Ja, die sind hier. Wer spricht denn da? Frau Schmitz aus Köln-Nippes. Was? Diebe? Heiratsschwindler? Bitte sorgen Sie dafür, dass die beiden Matrosen mit meinem Wotan? Nein, das ist mein Hündchen. So lange im Dorf bleiben, bis ich komme. Ah, nun verstehe ich. Wenn Sie wüssten, was ich mit den beiden erlebt habe. Ja,
Die haben sich auch hier gleich an die Mädchen herangemacht. Das sind Mädchenhändler. Kommen Sie zu mir rauf, meine Herren. Bei mir ist es wunderschön. Es wird Ihnen sicher gefallen. Und Platz haben wir genügend, weil gar keine Gäste da sind. Ne? Kann man da mit dem Automobil rauffahren? Ja. Aber Fietje, wir können doch auch mal zu Fuß gehen. Nee, nee. Wo der Mensch fahren kann, das soll er nicht gehen. Hallo! Fräulein Rosel! Einsteigen, bitte! Ja, wo fahren Sie denn hin? Olaridi, auf die Alm. Zu mir auf die Jochalm. Ja, da fahre ich ein Stück mit bis zur Kreuzung. Das ist ja mal nett von Ihnen. Dankeschön. Bitte. Anhalten, bitte. Ich muss jetzt aussteigen. Hier geht der Weg zur Alm. Bitte. Ich gehe noch ein Stück mit. Gut. Wir warten aber nur ein paar Minuten. Ach, ist das herrlich hier. Genauso schön wie auf Borli. Aha, dort, wo die schönen Mädchen sind, was? Ja, aber so schick wie in Oberbayern sind sie natürlich nicht. Oh, danke schön. Weil sie so nett zu mir sind. Danke. Komm mit, Rosel. Aber Toni! Was fällt Ihnen ein? Was wollen Sie denn da? Hilfe! Hilfe, Fietje! Der Zöllner wird drollig! Misch dich mal nicht in oberbayerische Angelegenheiten. Oh weh! Nord und Süd, da muss ich schlichten. Du benimmst dich ja wie ein eifersüchtiger Ehemann. Komm mit, Rosel. Und du bist schuld daran. Ich? Nur jetzt ist er schon hin, nicht? Viel hat er sowieso nicht taugt. Der Karren gehen wir zu Fuß, Bergsteigen ist gesund und außerdem bringt's einen Durst. Gehen wir, da geht's rauf. Ah, grüß Gott, Rosel. Grüß Gott, Toni. Ja, was habt's denn? Bitte, Zenzi, sagt dem Herrn, dass er wieder gehen kann. Ein schöner Gruß von dem Fräulein und du sollst sofort verschwinden. Dann geh ich eben wieder. So, da hast, ich hab heute wenig Zeit. Wiederschauen. Der liebste Weg ist mir der Weg zu dir. Resel! Resel! Weißt du, was deine beiden Matrosen sind? Heiratsschwindler sind es. Heiratsschwindler? Unsere Matrosen? Ja, nie. Glaub mir doch, Esel, ich hab doch Beweise. Nein, nein, das glaub ich dir nicht. Du bist halt eifersüchtig, bist du. Ich bin nicht eifersüchtig. Natürlich bin ich eifersüchtig. Ich hab dich halt gern. So, gern. Davon hab ich aber nie was gespürt. Ach so, du meinst? Ja, das meine ich. Das ist das reinste Trauerspiel, dass man dir das alles sagen muss. Der Fietje, das ist ein Kerl, der geht ran. Und außerdem... Außerdem ist er tätowiert. Tätowiert? Hm? Ach so. Resel, von jetzt ab soll alles, wird alles ganz anders werden. Dem Fietje werde ich schon zeigen, wozu ein richtiger Beamter fähig ist. Stefan! Du Hein, ich kann nicht mehr. Hab ich einen Hunger. Wie weit ist es denn noch zur Alm? Da ist ja schon die Jochalm. Also, ahoi, auf, ihr Seebären! Weiter! Jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Wen hat er denn da dabei? Du sag einmal, wen hast du da dabei? Das sind zwei motorisierte Schiffbrüchige von der Gebirgsmarine.
Der Dampfer ist schon abgestürzt. Das ist Josefa, mein Weib. Was? Matrosen seid ihr? Und gleich zwei auf einmal? Das ist aber nett. Aber was tust du denn hier auf der Alm? Ihr kehrt doch ins Wasser. Jetzt frag nicht dumm und red nicht lang und bring sofort was zum Essen. Die haben Hunger. Selbstverständlich. Ich werde jetzt ganz schnell was kochen. Kochen? Das ist meine Spezialität. So? Da helfe ich man mit. Was? Bist du uns, kommen's nur mit. Und wir zwei trinken inzwischen einen Schnaps. Au! Was machst du denn mit mir? Na, was hast du denn? Tätowieren durch dich. Hast das du selber so haben wollen? Ja, aber muss denn das so wehtun? Na, ich weiß nicht. Bis jetzt habe ich mich noch nicht tätowieren lassen. Ich mache das bei dir zum ersten Mal. Aber ich habe geglaubt, du kannst das. Kann ich ja. Perfekt. Mir fehlt bloß die Übung. Aller Anfang ist schwer. Ja, das merke ich. Bitte. Ich kann Haar schneiden, rasieren, frisieren, Darwell machen, Hühnerrang schneiden, Zahn ziehen und dann Blutegel setzen. Sicher, aber ich glaube, tätowieren kann dein Lehrling schon besser. Ich kann dir nicht verstehen, wie du auf diese spinnende Idee gekommen bist. Ruhe, Ruhe. Wer gelacht, wenn ich das bisschen Bilderstechen nicht auch erlernen würde? Au! Was fällt dir ein? Bitte. Wenn du so empfindlich bist, dann tust du mir leid. Dann kann ich mit dir nichts machen. Schade, sehr schade. Gerade mit dir hätte ich das gerne ausprobiert. Du, Resel. Ja, was ist? Sag einmal, der Vater geht doch nachts öfter auf den Speicher. Ja, da bringt er immer was rauf. Was denn? Ja, das weiß ich auch nicht. Mich hat's auch gewundert, hat's mich, weil er doch das Lager unten hat. Du, würdest dir was ausmachen, wenn ich heute Nacht in deiner Kammer schlafe und du in meinem Zimmer? Na, gar nichts. Aber warum denn? Tja, weil ich einen Verdacht hab. Und ich möchte gern rauskriegen, warum der Toni mit dem Vater nicht reden will. Du würdest dir was ausmachen, wenn ich heute noch weggehe? Nein. Wo gehst denn hin? Ach, ich habe auch noch was zu bereinigen, hab ich. So, so. Aufmachen! Ja, aufmachen. Ja, langsam. Also bitte schön erst aussteigen lassen, junger Mann, und nicht erst einsteigen. Bitte schön, wo ist hier der Sterntaler Hof? Ja, da sind wir ja schon. Ah ja, danke schön. Bitte schön. So, jetzt kommt's, Rebitschen. Ah, du brauchst Frau Meier. Kommen Sie. So, so, ja. 1,20. Manchmal schmeckt mir's, manchmal schmeckt mir's nicht. Heute schmeckt mir's. Ja, mein Herz. Ich bin schon beim fünften. Beim Knödelessen merkt man nicht, dass der noch in die Schiffereischule geht. Ja. Ich werde jetzt auch gehen. So, bleib doch da. Ich bin ganz unglücklich. Das ist ja sündhaft. Das ist nicht sündhaft. Das ist wurscht. Ob die Ware da drüben oder herüben ist. Und weil die da drüben so viel haben, dann hol es zu uns rüber. Und außerdem ist es ein gutes Geschäft und du was anderes kommen, weißt? Ach, wir kommen noch um Haus und Hof. Haben denn die beiden meinen Wotan mit auf die Alm genommen? Wotan? Ja, entschuldigen Sie, Frau Schmitz, ich weiß ja gar nicht, wer der Herr Wotan ist. Mein Hund natürlich. Ach so, ja. Ist schon möglich. Ich habe keinen gesehen. Ja, um Gottes Willen, da muss ich doch sofort drauf auf diese Alm. Da sind doch diese wilden Stiere oben. Vielleicht spießt ihn einer auf davon. Den Wotan? Ja. Ja, ist denn der Hund rot? Nein, braun, aber... Ja, also, dann passiert ihm doch nichts. Jetzt hocken Sie nur hin. Und dann schlafen Sie sich richtig aus und morgen reden wir weiter drüber. Sie werden sehen, der Wotan kommt wieder. Ja, ja, Sie haben recht, Sie sind wirklich ein reizender Mensch. Also direkt eine Erholung nach diesen entsetzlichen Aufregungen. Also mir ist noch ganz schlecht davon. Hätten Sie vielleicht einen kleinen Cognac für mich? Einen kleinen Cognac? Ja. Ich habe sogar was viel Besseres. Bleiben Sie sitzen. Ich bin gleich wieder da. Ja, danke. Also wissen Sie, der eine von diesen beiden wollte mich ja heiraten, aber ich habe natürlich seinen Antrag abgelehnt. Er ist ja viel zu jung für mich. Aber stellen Sie sich vor, aus Rache sind Sie dann bei Nacht und Nebel fort und haben sogar meinen Wotan mitgenommen. Nein, was Sie nicht sagen. So, jetzt trinken Sie aber erst einmal ein Glaserl von dem da. Das ist ein echter Sterntaler Kräuterlikör. Eigenbau. Sie werden sehen, der beruhigt. Also, Sie sind wirklich ein reizender Mensch. Also, ich glaube, gegen Sie ist kaum eine Frau gefeit, Brust. Feit? So ist recht. Ja, der Feit wartet ja schon seit einer halben Stunde auf mich. Musik
Es ist aber wenig. Nur nicht unzufrieden. Ich bin auf euch gar nicht angewiesen. Es gibt Ehrenmänner genug, die gern schmuggeln und billiger. Nein, nein, da steckt etwas anderes dahinter. Der schmuggelt. Nein. Ja. Auf der Alm, da gibt's Kasin. Ja, wie haben wir's denn da? Die zwei spielen ab. Macht's mir für ja nichts kaputt. Aber nein, Frau Josefa, wir wollen Ihnen doch bloß ein bisschen helfen. Hat Ihr Mann eine andere? Wenn's das bloß wäre. Schlägt er sie denn? Das soll er sich trauen. Nein, nein. Viel, viel schlimmer. Aber was ist denn passiert? Nur mal raus mit der Sprache. Ich kann's nicht sagen. Aber wir wissen's doch schon. Ihr Mann schmuggelt. Was? Das ist doch kein Grund zum Weinen. Ja, woher wissen Sie das? Köpfchen, Köpfchen. Ach, ich habe immer eine Todesangst. Sie könnten ihn erwischen und dann... Dann sperren Sie ihn ein und dann ist aus mit unserer Almwirtschaft. Wie, wo, was und mit wem schmuggelt er denn? Ach, Alkohol, Schnaps. Aha. Für den Sterntaler. Ei, sieh mal an. Der Vater von der Rose. Und der Chef von der Resel. Ja, und heute Nacht wollen Sie wieder eine Ladung hinuntertragen. Heute Nacht? Da können wir ihm doch ein bisschen helfen. Was meinst du, Heim? Hm. Was? Ihr auch? Hm. Stefan, ich wollte gerade zu dir. Ja, Resel, ich bin schon oft hier draußen herumgegangen, gelaufen. Ach, du geisterst hier herum um das Haus wie der Sputnik. Traust dich wieder nicht rein. Ah, was hast denn da? Das ist für dich. Ah, eine Schachtel Pralinen? Nein, nein, ein Buch. Ein Buch? Aber ich hab schon eins. Resel, ich hab mir gedacht, dass wir vielleicht heute irgendwie einmal ungestört zusammen sprechen können. Ja, das haben wir nämlich auch gedacht. Weißt du was, du kommst jetzt mit mir zu mir. Nein, nicht. Ich schlaf nämlich heute in der Rosli im Zimmer. Was hast denn? Hast du Zahnweh? Resel, hätte ich mir doch nur nicht den zweiten Zahn auch noch ziehen lassen. Wieso den zweiten Zahn? Ach, der Zahnarzt konnte mir nicht auf 10 Mark herausgeben. Ach, jetzt langt's aber. Die Quelle hätten wir ja nun. Ja. Hier herum holen die Kerl das Zeug immer ab, hat die Josefa gesagt. Es fragt sich bloß, ob der Stoff schon da ist, den die holen wollen. Na, das werden wir ja hoffentlich bald festgestellt haben. Mensch, Fietje, guck dir das mal an! Was denn? Hier! Du meine Fresse! So viel Alkohol! Mensch, Heim! Ich habe eine großartige Idee! Ja, was willst denn du da? Ist der Sterntaler nicht da? Na, der kommt doch nie da raus. Der ist drunten im Hof. Warum? Was willst denn von ihm? Ach, ich wollte ihn bloß was fragen, wenn er zufälligerweise gerade da gewesen wäre, ne? Magst du einen Schnaps? Schnaps? Heute nicht, nein, aber ein Glas Milch kannst du mir bringen. Milch? Ja. Ja, bist du krank? Ja, aber ich brauch heute einen klaren Kopf. Ja, geht er? Nein, aus. Ich habe mich leider ein bisschen verspätet. Bei mir ist nämlich ein neuer Gast angekommen, eine Weibsperson. Und noch dazu spinnert und zuckerkrank. Na ja, jetzt ist aber keine Zeit zum Ratschen. Mach vorwärts, die Körbe sind hinterm Haus. Ist gut. Ja, sowas. Jetzt ist er weg. Es hätte mich auch gewundert, wenn der einen Milchsaft. Wotan. Tja, Wotan, was machst du denn hier? Du, den können wir aber gar nicht gebrauchen. Der verrät uns doch. Ja, was soll denn ich mit dem Hund? Festhalten. Na, sowas. Hätte ich mich nur nicht drauf eingelassen.
gerade ist angerufen worden. Die von drüben haben sie wieder nicht erwischt, aber diesmal wenigstens gesehen. Ja, sie nehmen gerissene Burschen. Diesmal dürfen sie uns aber nicht rauskommen. Der Feind von der Jochalm ist mir schon lange verdächtig. Mir auch. Heute Nacht rührt sich was. Alle Stationen sind auf Draht. Für dich wird's ja hart sein, wenn's der Rose wie ihren Vater erwischen. Ach, ist ja sowieso alles aus. Komm. Gibt es noch Blitztelegramme, die das Zehnfache kosten. Aber die können sich nur reiche Leute leisten. Resel, ich bin nicht reich, aber glaub mir, deine Zukunft wäre fast so gut wie gesichert. Denn ich bin pensionsberechtigt bis an meines Todesende. Und darum wage ich es auch, dich zu fragen, ob ich dich, ob du mich, ich meine, ob wir uns heiraten, ob ich deine Frau, ob du meine Frau werden möchtest. Resel. Eingeschlafen. Einmal. Hast du keinen Korkenzieher dabei? Nein, warum? Ich möchte jetzt gerne einen Schluck von dem Schnaps trinken. Alles zu seiner Zeit. Erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Seit wann ist das Haufen ein Vergnügen? Na, Arbeit ist doch auch keine. Ja, für dich vielleicht nicht, aber für mich als Wirt schon. Tja, was ist? Ja, bin denn ich jetzt eingeschlafen? Das tut mir aber leid, Stefan. Ach, Resel, das macht doch nichts. Obwohl du etwas vielleicht sehr Wichtiges nicht gehört hast. Ja, kannst du es nicht noch mal sagen, hm? Ja, aber mir ist die Zunge wie angeklebt. Ja, der Binky kommt zu mir. Ja, brauchst keine Angst zu haben. Auf den Binky tue ich aufpassen. Der gehört den zwei Matrosen, ja? Ja, ist denn der nicht gefährlich? Oh nein, der ist genauso ungefährlich wie du. Darum darf der Binky auch bei mir schlafen, ja, damit die arme Resel nicht so allein ist, gell? Ach, Resel, ich weiß schon, was du meinst, aber ich kann eben nicht aus ihr heraus. Hm? Aus der Haut. Ich meine, aus meiner. Aber das sollst du ja auch gar nicht. Bleib nur so, wie du bist, Stefan. Endlich. Ach, Resel, du weißt ja gar nicht, wie glücklich du mich gemacht hast. Au! Was denn? Was hast du? Nichts, nichts. Ich hab nur was versucht. Was denn? Ich dachte, dir zur Freude, als Überraschung, habe ich gedacht, und nun kriege ich's nicht mal mit Salzsäure wieder runter. Stefan, du bist ja tätowiert! Ich kann nicht mehr. Stefan, der Gestempelte. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Kostenlos Freihaus, prima Wasser, Zwetschgenwasser. Das Bier dazu müssen Sie ja selber bezahlen, nicht? Aber der Schnaps ist umsonst. Und wenn euch jemand fragt, wer der edle Spender ist, dann sagt er einfach Pietje und Heim, zwei Matrosen auf der Alm. Die zwei Matrosen, die sind lieb. Ja, du, da müssen wir eigentlich die anderen auch holen. Ein Sepp von der Gindelheim. Und die Lini von der Buchholm. Jawohl, und einen Zitter und die Klampfe, die müssen sie auch mitbringen. Kommt, ihr Männer. Ja, was ist denn das? Jesus, Jesus, bitte! Der viele Schnaps, wenn das aufkommt. Na, keine Angst, Frau Josefa. Wenn die Polizei den Schnaps beschlagnahmt, bekommen ihn der Staatssäckel. Und wem steht der Staatssäckel zu? Dem Volk. Und wem geben wir den Schnaps? Auch dem Volk. Also ersparen wir der Polizei bloß die Arbeit. Ja? Was? Na, das stimmt aber nicht ganz.
weg mit dem Zeug. Also ich gehe auf die Joch an, zum Feit. Ich schaue im Sterntaler seiner Hütten nach. Tatsächlich, der Toni. Hoffentlich hat er nichts gefunden. Ja, was macht man denn jetzt? Ja, verstecken? Ja, wo, wo, wo? Geh weiter, im Kessel. Hilf mir. So. Hast du für mich auch noch was? Nein. Du gehst rauf zur Zinzi, da sucht dich kein Mensch. Zinzi, Zinzi! Was ist denn los? Wer ist denn da? Ich bin's, der Veit. Ja, bist denn du narrisch geworden? Schaust nicht gleich, dass du weiterkommst. Ich will doch nichts von dir. Aber der Toni ist hinter mir her. Du musst mich verstecken. Aha, hat er dich erwischt? Ach was. Pass auf, krieg mir ein Zeug. Verdeck dich zu. Wer ist denn da unten? Ich bin's, der Toni. Ja, Toni. Ja, wie bist denn da in die Hütten reinkommen? Ja, wenn du so leichtsinnig bist und die Tür nicht abschließt. Na, vielleicht habe ich es wegen dir offen lassen. Du, Kell, ich bin verdienstlich da. Ah, dienstlich, aha. Ja, und? Ist einer oben bei dir? Okay, Toni. Ja, was denkst denn von mir? Ich habe meine Gründe, warum ich frag. Na, kannst du denn aufschauen? Naja, ich will dir mal glauben. Ja, sag mal, was machst denn du da mitten in der Nacht? Na ja, jetzt bin ich schon mal auf. Jetzt mache ich gleich meinen Kessel heiß für die Molke. Machst du einen Käse? Na, einen Schnaps brenn ich, wenn du das genau wissen willst. Du sag mal, Zensi. War der Sterntaler heute schon bei dir herum? Der Sterntaler? Na, der kommt ganz selten darauf. Wie steht's denn jetzt mit der Rosel? Habt ihr euch schon wieder versöhnt? Nein, mit der Rosel, das ist aus, wahrscheinlich für immer. Was? Wirklich? Es gibt ja noch andere hübsche Mädchen auf der Welt. Ja, Toni! Jesus, ich muss ja die Molke in den Kessel tun. Er ist noch nicht ganz heiß. Ich muss noch ein bisschen warten. Du komm, machst mir einen Kaffee, Zensi. Es ist nämlich ganz schön kalt. Toni! Ja, was denn? Hast du es gerade gehört? Nein. Da ist gerade jemand vorbei. Zensi, oh. Ja, Sterndolle. Oh, 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 oh. Hilf mir. Oh, 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 oh. Mei, oh, mei. Ich kann ja nichts dafür. Ich hab's ja nicht gewusst. Jetzt habe ich alle meine Sünden abgebüßt. Oh, oh, oh. Das war eine gute Idee mit dem Kessel. Jetzt hätten sie dich beinahe weich gekocht. Und du kannst mich jetzt beinahe am Arsch lecken. So, jetzt. Jetzt wird's gleich besser. Ja, ja. Das Mehl, das kühlt. Ja. Hoffentlich. So. Jetzt hättest du dir auch nicht träumen lassen, dass du noch einmal eingepudert wirst wie ein Säugling. Au, au.
wird nämlich langsam höchste Zeit. Ja, aber doch nicht so. Das sieht man ja alles. Ja, dann bind ihm halt was vor. Ja, ich gebe ihm eine Schürze von ja, mir. Ja, das ist recht. So, jetzt da. So, jetzt komm her. Das wird jetzt dann gleich besser werden. Gleich besser, so. Ist das jetzt da. Ja, auf. Sind alle Leute wie hypnotisiert? Die Mädchen schwärmen plötzlich nur für Seemannsblau. Und alle Burschen, die sind tätowiert. Wer stellt solche Dinge da an? Wer stellt solche Dinge da an? Wer stellt solche Dinge da an? Zwei Matrosen. Auf der Alm, ahoi, zwei Matrosen. Auf der Alm, ahoi. Wer zeigt den ollen Bayern hier, was Stimmung ist? Wer tanzt Kalypso mit Temperament? Wer zaubert Schnaps aus Wasser mit genialer List? Und weiß von Schlichen, die keiner hier kennt. Wer stellt solche Dinge da an? Wer stellt solche Dinge da an? Wer stellt solche Dinge da an? Zwei Matrosen, auf der Alm, ahoi. Zwei Matrosen, auf der Alm, ahoi. Wer fragt, wie man die Löcher in den Käse bohrt? Und wie viel Milch so ein Ochse wohl gibt? Wer sucht nach Gemseneiern in den Bergen dort? Und hat beim Fenster daneben getippt. Wer stellt solche Dinge da an? So ein Spektakel. Das wird ja immer schlimmer. Wer stellt solche Dinge da an? Zwei Matrosen, auf der Alm, ahoi. Zwei Matrosen, auf der Alm, ahoi.
denn hier los? Stimmung, Herr Oberzolldirektor, Stimmung. Große Verbrüderung zwischen Nord und Süd. Auf die christliche Seefahrt. Wir können Sie leider nicht einladen, Sie kommen zu spät. Schon alles, alle. Wo haben Sie den her? Sie werden uns bestimmt nicht glauben, den haben wir gefunden. Wo? An der Pankratiusquelle. Sie meinen wohl, Sie können mich auf den Arm nehmen. Aber nein, Herr Oberzoll-Oberdirektor. Ich möchte mal telefonieren. Einen telefonieren habe ich nimmer, aber saure Leber. Nein, telefonieren. Ach so, telefonieren meinen Sie. Bitte in der Küche draußen. Abi, da wird's jetzt brenzlig. Wir drucken uns. Du hast recht. Gehen wir. Heute gehen wir wieder gar nicht heim, Olalei Olalei, bis der Schwarzmond daheim, Olalei Olalei, schaut für der Teufel aus, Olalei Olalei, heute gehen wir nicht ins Haus. Ins Dorf. Und ich kann euch sagen, da werdet ihr was erleben, was ihr bisher in eurem Leben noch nicht erlebt habt. Ja, hier in der Nähe muss doch irgendwo sein. Ja, da war's auch. Ja, Gott sei Dank ist ja noch alles da. Ja, mei, ist der schwer. Das glaubst du bloß, weil du dir den Hintern verbrannt hast? Kann auch sein. Geh weiter, hilf mir. Oh, ja, gibt's denn sowas? Aber die Grenzen sind mir halt doch ausgekommen. Ja, und der Toni, der kann mir jetzt den Buckel runter. Schau! Oh. Mei, ist der Hund schwer. Eben ist angerufen worden. Sind zwei Männer beobachtet worden, die sind mit schweren Lasten auf dem Rücken in Richtung Dorf gegangen. Das kann doch nur der Sterntaler sein. Ich hab's immer gesagt. Na schön. Dann besuchen wir mal. Ich sag dir's, froh bin ich, wenn ich das Club jetzt herunten hab. Sind immerhin 300 Mark. Ja, und mindestens 3 Monate, wenn uns der Toni erwischt hätte. Hat uns aber nicht erwischt. Gott sei Dank. Heute brauchst du aber hart an dem Korb. Mei, hat der Hundling ein Gewicht? Ich glaube, der ist hundertprozentig. Mich wundert überhaupt, dass du noch schmuggelst. Ich bin ein armer Teufel, nicht wahr, und hab's nötig gemacht fürs Geld. Ja, und ich tu doch alles bloß für meine Rosel. Ja, und jetzt schmierst du deinen Hintern recht gut mit Gänsefett ein, gell? Dann kannst du bald wieder sitzen. Sitzen? Geh mal den Teufel nicht an die Wand. Nein, nein, ich meine nicht so. Ich meine so. Ach so. Gib mir gleich den Schurz mit für die Zinsi. Ja. So, und jetzt gute Nacht, Sternaler. Gute Nacht, Veit. Schlaf gut. So ist recht. Wenn ich nur schon drum hätte, auf dem Speicher. Das gibt's ja gar nicht. Ja, Kruze, der tut. Mein ist der schwer. Ja. Thank you.
Rosel! Was machst du denn da? Na, jetzt. Jetzt kannst du da denken. Warum ich mit deinem Vater nicht reden konnte. Der Vater schmuggelt. Das ist eine verdammt unangenehme Geschichte für uns alle. Wer ist denn da? Sterntaler? Ich muss dich leider festnehmen. Ach so. Haus umstellen, Fenster beobachten. Na, hoffentlich erwischen wir's heute. Tut sicher. Hallo, aufmachen! Grenzpolizei! Therese, was ist denn da los? Das ganze Haus ist von Polizei umstellt? Tatsächlich? Ja, was soll ich denn da machen? Wie komme ich denn hier raus? Dann bleibst halt da. Aber ich kann dich doch nicht komprimieren. Was soll ich denn nur tun? Mich heiraten sollst, du lieber Depp. Na ja, dann ist halt aus. Doch, Vater, warum hast du... Ach, das ist doch mir jetzt alles wurscht. Aber probieren möchte ich ihn wenigstens noch, bevor er beschlagnahmt wird. Du willst mich also verhaften. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn du da vorher noch eine kleine Stärkung zu dir nimmst. Prost! Sterntaler, das hat doch keinen Sinn. Mach keine Geschichten. Trinken sollst, habe ich gesagt. Das ist ja Wasser. Mhm. Sogar hundertprozentiges. Und wahrscheinlich vom heiligen St. Pankratius persönlich. Toni, ich danke dir schön. Das war wirklich lieb von dir. Was war lieb von mir? Nur, das ist doch klar, dass du das Wasser reingeschüttet hast, um den Vater zu retten. Ich? Toni, das vergesse ich dir nie. Und ich verspreche dir auch... Seid ihr denn alle verrückt geworden? Wieso? Ich hab doch nicht das Wasser da rein getan. Nicht? Ja, dann zieh ich mein Versprechen zurück. Ja, wer soll's denn sonst gewesen sein? Unten haben wir jetzt alles durchgesucht. Na, dann schauen wir weiter. Toni, wieso denn? Warst du schon oben? Ja, aber nichts gefunden. Na, dann war's wieder mal ein Schlag ins Wasser. Allerdings. Und du, Hans, sei nächstens ein bisschen vorsichtiger mit deinen Meldungen. Jetzt haben wir uns wieder Nacht umsonst um die Ohren geschlagen. Ruhe! Aktion beendet, Fehlanzeige. Abrücken. Ja, ja, wie haben wir es denn, meine Herren Landbewohner? Heute ist doch nicht Kirchweih. Herr Wirt, war der Schnaps auch 50-prozentig? Ach so, jetzt geben wir ein Licht auf. Ihr habt mir den Schnaps geklaut. Nicht geklaut, nur sichergestellt. Also ihr zwei seid doch die größten Schlawiner des Jahrhunderts. Herr Wirt, können Sie uns noch einmal verzeihen? Im Gegenteil, ich bin euch sogar dankbar. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr mir für einen Dienst erwiesen habt. Wieso? Das geht dich in Dreck an. Doch. 100 Mark? Ist der auch echt? Da schaue ich vielleicht aus wie ein Falschmünzer. Mensch, Heim, jetzt können wir uns ja wieder ein fast neues Auto kaufen. Piekfein. Ich danke dir auch schön, Toni. Ich glaube, da musst du dich bei jemand anderem bedanken. Wieso denn? Frag deinen Vater. Du gehst morgen zu ihm? Ja, Rosel. Ja, Schnucki Putzi, da bist du ja. Endlich bist du wieder bei mir. Ach, nun ist alles wieder gut. Wotan, jetzt ist auch den Matrosen verziehen.
so ein Mist. Den Arsch verbrennt und mit dem Schmuggeln ist auch nichts mehr. So, weg mit dem Dreck. Guten Morgen, Herr Wirt. Guten Morgen, Frau Schmitz. Na, was sagen Sie? Mein Wotan hat sein Frauchen wieder gefunden. Ist das nicht ein gescheites Tierchen, mein Wotan? Ja, ich hab's Ihnen doch gesagt. Bei uns geht nichts verloren. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Aber sagen Sie, was machen Sie? Was schütten Sie da eigentlich weg? Ach, das ist bloß Wasser. Das ist von unserer Pankratius-Quelle. Ah, Pankratius, ist das eine Heilquelle, ja? Ja, mir hat's jedenfalls geholfen. Ja, sagen Sie mal, das muss man doch getrunken haben. Kann ich mal kosten davon? Ja, bitte. Das muss ich doch einmal das probieren. Das kostet gar nichts. So. Danke, Prost. Nicht zu fassen, die heute Goschen. Es scheint sich wirklich um eine Heilquelle zu handeln. Sagen Sie, Herr Wirt, ach, wie komisch, dass ich immer Herr Wirt zu Ihnen sage. Wie heißen Sie eigentlich wirklich? Na, da steht's doch, Sterntaler. Nein, ich meine doch vorne. Vorne? Ja. Ach so, vorne. Da heiße ich Alois. Alois. Und ich bin die Josephine. Josephine, da sagt man bei uns Pepperl. Prost. Also, das ist ein wunderbares Mineralwasser. Meinen Sie? Na klar, und so was schütten Sie weg? Ja, könnte man das vielleicht gar verkaufen? Aber natürlich. Alois, in dieses Geschäft steige ich jederzeit mit ein. Siehst du, Fietje, das hast du nun von deiner Liebe durch Zeitungsinserate. Fehlanzeige. Wieso? Das war mal nur der Anfang. Hey, ich habe noch eine ganze Masse andere Angebote. Stuttgart, Paris, Neapel, Kairo. Und da willst du überall hin? Ja klar, im nächsten Urlaub. Herr Wirt, auch schönen Dank für alles und wir kommen bald wieder. Schon wegen dem guten Schnaps. Da braucht er bestimmt nicht wiederkommen, denn ab heute gibt's bei mir nur noch Mineralwasser. Josephinenquelle. Ja, was ist denn los? Musik? Ja, alles nur für euch. Herr Wirt, welch eine Ehre. Das können wir doch gar nicht annehmen. Doch, doch. Für euch zwei ist mir nichts zu teuer. Bis jetzt habe ich meine Gäste immer nur mit Musik empfangen. Aber ihr... Ihr seid mir so sympathisch, dass ich euch sogar hinausblasen lasse. Auf Wiedersehen! 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 Auf Wiedersehen!